Moin, Digga! Ja, was siehst du aus wie du? Warum rufst du mich denn mitten in der Nacht an? Es ist noch viel mitten in der Nacht. Alter, Frühstücksfolge! Frühstücksfolge? Hab ich dir nicht schon letzte Season gesagt, dass du mich anrufen musst und mich wecken musst? Ja, kommt's mal los! Was soll ich denn für losziehen? In welches Land es geht? In welches Land? In Russland! Soll ich noch mal ziehen? Alter, was ist die erste Regel des Breakfast Clubs? Man spricht nicht über den Breakfast Club. Das ist Fight Club. Die erste Regel des Breakfast Clubs, kein Rückzieher. Und was gibt's in Russland für Frühstück? Kascha und Varenje. Kasch, was? Ach komm, ich weiß hier. Hallo und herzlich willkommen in der No Kitchen for Old Man. Ich bin Jim, das ist George und wir kochen heute für euch ein russisches Frühstück. Wir hatten letzte Season ja schon angekündigt, dass wir gerne eine kulinarische Weltreise mit euch zum Thema Frühstück machen möchten. Nachdem wir letztes Mal in den USA waren, führt uns heute die Reise nach Russland. Für unser erstes benötigen wir Äpfel. Und damit machen wir was, Jim? Damit machen wir Varenje. Das ist so eine Art russische Marmelade. Die ist ein bisschen dünnflüssiger, als wir sie in Deutschland gewohnt sind. Im Prinzip kann man dafür jedes Obst nehmen. Wir haben uns heute mal für Äpfel entschieden. Kannst du mir die mal ein mundgerechtes Stück schneiden, bitte? Ja. Im Prinzip kochen wir die Äpfel jetzt nur in Zuckerwasser, weich und glasig. Und sind auch schon fertig. Dafür brauchen wir ein halbes Pfund Zucker und ein Viertel Liter Wasser. Das Ganze kann man jetzt auch aromatisieren. Klassisch nimmt man dafür eine Zimtstange. Wir haben uns heute mal für Kardamom entschieden. Ich gebe einfach mal 3 Kapseln dazu. Und weil wir in Russland sind, noch einen Schluck Wodka. Nummer George. Weißt du eigentlich, warum die Russen Wodka, die Franzosen Wein und die Deutschen Bier trinken? Nee. Damit man sie an ihrer Fahne erkennt. Wenn sie sich über Gins schlechten Humor beschweren wollen, schreiben sie doch einfach eine E-Mail an nokitchenforoldmans@. Ein Äpfel fertig? Jawohl. Dann bitte rein damit. Die Varenje kann man übrigens nicht nur zum Frühstück nehmen. Die Russen geben die auch ganz oft in schwarzen Tee. Wir aber nicht. Dieses scheiß Samovar. Wie geht denn das hier? Hast du mal versucht, das aus- und wieder anzuschalten? Das hat überhaupt keinen Strom. Bazinga. Unser zweites ist Kasche. Naja, das ist so eine Art Porridge, wie das in den englischsprachigen Ländern heißt, oder auch Haferbrei. Aber trotzdem ist es ein bisschen anders. In Russland macht man das nämlich traditionell mit Buchweizen. Pro Person brauchen wir da etwa 60 Gramm für. Ich habe diese wunderbaren und total stylischen Cup-Messbecher derzeit. Und da ich denke, dass die super zu der Sendung passen, könnten wir das Ganze noch in Cups umrechnen. Hast du es drauf? Ich brauche so eine kleine Babuschka da. Matruschka. Gesundheit. Ein Drittel Cup. Dann ist das. Pro Person also ein Drittel Cup. Schön anrösten lassen. Und dann geben wir Milch dazu. Wie viel? Wie den großen da vielleicht. Ein Cup. Ein Cup Milch pro Person. Schön ein bisschen anrösten. Und die Milch dazu. Zusätzlich geben wir noch ein bisschen Mohn dabei. Weißt du schon wie viel? Ja, so 2 Esslöffel würde ich nehmen. Also ungefähr 1/4 Cup. Soll mir recht sein. Und dann natürlich eine Prise Salz. Wie viel ist das? Eine Prise Salz entspricht in etwa einer Prise Salz. Wahnsinn.
das Ganze jetzt einmal umrühren und ich würde sagen, so gute 20 Minuten köcheln lassen. Wir können ja mal nach unseren Äpfeln gucken. Auch. Oh. Rauchen schön. Rauchen aber noch einen Moment. Scheibenkleister! Kannst du mir Eis geben? Ja. Dr. George. Hast du da gerade deine eigene Titelmelodie gesungen? Schwester ist okay. Tupfer? Ketchup? Aber Dr. George, was wollen Sie denn mit dem Ketchup? Schwester, wissen Sie denn nicht? Ich bin Arzt. Und Koch. Wenn einer so eine Mütze trägt, dann ist es ja wohl der Food Director. Mal gucken mal nach unseren Äpfeln. Die sind wunderbar glasig und fertig. Kann man natürlich super aufbewahren durch den Zucker. Ist ja natürlich wie unsere Marmelade extrem haltbar. Hast du so ein Einmachglas? Ja, klar. Dann geben wir jetzt einfach die Äpfel rein. Und stellen den Sirup dann nochmal auf den Herd und lassen ihn schön dickflüssig einkochen. Und wenn er so dick ist, einfach drauf auf die Äpfel, Deckel drauf, fertig. Unsere Kasche ist jetzt fertig. Die sollte jetzt so eine risottoartige Konsistenz haben. Wer die pur essen mag, kann die noch ein bisschen süßen, mit zum Beispiel Agavendicksaft, ein bisschen Honig oder einfach nur Zucker. Wer unsere Varinje drüber gibt, sollte da ein bisschen vorsichtiger sein. Das Zeug ist nämlich brutal süß. So. Drauf damit. Das sieht gut aus, Alter. Ich sag, guten Appetit. Und ich liebe es, wenn ein Frühstück funktioniert. Und jetzt probieren wir das mal. Moment, wir sagen mal nicht dich, George. Das glaube ich nicht, Tom. Das glaube ich aber sehr wohl. Das, ich werde das nicht essen. Du probierst das jetzt. Hast du dir das mal angeguckt? Ja, aber das muss ich da. Guck mal, ich bin Chef und ich bin... Ja, aber dieses komische Zeug esse ich doch nicht. Was soll ich denn? Hey. Kein Kinderkram. Oder Hafer oder sowas. Ich mag mir mal anderes. Ja. Auch dieses süße Zeug daran, das kommt rein. Mhm. Oh, weißt du, was auch super wäre? Was? Schokolade da drin. Du hast gar keinen Weihnachtsmann haben. Nein, der ist doch noch ganz. Du hast gar keinen Weihnachtsmann. Ja, nehm ihn. Das könnte auch mit Bananen ziemlich gut kommen. Mmh, Mmh,